Schönen guten Abend, meine Lieben. Heute in diesem Video handelt es sich, wie könnte es anders sein, vom iPhone. Ja, ihr wisst ja mittlerweile alle, cool, ich habe mir ein iPhone gekauft. Ich habe auch schon mal ein Video gemacht. Ihr kennt euch jetzt ein bisschen mit Jailbreak aus. Wisst, was das ist, habe ich euch schon vorgestellt. Die ganzen Cydia-Apps und alles. Jetzt gibt es wieder eine nette Neuigkeit, und zwar Sonntag. Ja, also am 1. August war das, glaube ich, vor 2 Tagen. Hat der liebe Comics, ein sehr berühmter Hacker aus der iPhone-Szene, es endlich geschafft und das neue iOS 4.0.1 gejailbreakt. Er hat es nicht nur das 4.0.1 gejailbreakt, sondern mit seinem Jailbreak kann man alle Versionen, die es jemals für das iPhone oder für den iPod gab, jailbreaken. Ja. Denkt ihr erst, wow, wie hat der Typ das geschafft? Das frage ich mich auch. Das muss ein extrem krankes Schwein sein. Und es ist sogar so unglaublich, dass er es auf eine sehr, sehr alte und altbewährte Methode zurückgegriffen hat. Nämlich braucht ihr nicht mal einen Computer dafür, ja. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt daheim jetzt gerade ein iPhone, habt es nicht gejailbreakt, guckt dieses Video und denkt euch, WTF, ich brauche keinen Computer dafür. Ich muss einfach, und es klingt so simpel, das gab es scheinbar schon mal bei Version 1. irgendwas vor 5 Jahren, was auch immer, gab es dieses Jailbreak schon. Man muss einfach nur den Browser öffnen, ja, in Safari muss man reingehen. Ich zeige euch das gerade mal hier, es ist super, super einfach. Ich muss da gar kein großes Tutorial machen, ja. Ich muss mir das nur so drehen, damit ihr mir zuschauen könnt. Das Ganze ist so simpel, ja. Wir haben hier mal ein iPhone, ihr geht in Safari rein, dann geht ihr oben in die Browserzeile und gebt jailbreak me, nicht nie, sondern me.com ein. Ich blende es euch nochmal ein, ich denke auf der Kamera könnte man es theoretisch sehen. Da habe ich mich sogar verschrieben. Das ist natürlich nicht so gut. Tja, ist auch egal. Ein spontanes Video. Ihr seht jetzt hier jailbreakme.com. Öffnen. Jetzt seht ihr diesen typischen Slider. Ihr bekommt hier eine kleine Meldung. Jailbreak to get tweaks and apps Apple won't allow in the App Store. By Comics jailbreakme. Geht hier unten auf Allow Jailbreak bzw. Slide to Jailbreak und schon wird das Ganze gejailbreakt. Und ihr seht, wie schnell es funktioniert. Also es ist unglaublich. Sit tight Jailbreaking. Schneller, schneller. Komm, du schaffst es. Ja, es ist unglaublich. Boom. Krass, oder? Jetzt muss ich einfach nur OK klicken. Muss Safari beenden. Und da ist es. Cydia. Das war's. So schnell geht der Jailbreak. Ich habe mich gefragt, ja, wie krass ist das? Wie krass muss dieser Typ sein, der sowas macht, ne? Muss man sich schon mal kurz überlegen, ja. Also der hat scheinbar einen Exploit ausgenutzt, der irgendwie auf PDF-Datei, also das iOS greift auf eine PDF-Datei zu und erlaubt den Access quasi in das Dateisystem. Oder warum hat sich deinen Kopf gehört? Kranker Exploit auf jeden Fall, also um so eine Scheiße zu finden und so eine Lücke zu finden im iOS, um die dann zu knacken, unglaublich. Und ich werde euch natürlich berichten weiterhin von meinen Erfahrungen damit. Und ich denke, jetzt gehen wir mal über in die Cydia-Themen und ich zeige euch, wie man die ganzen nützlichen Sachen, die es schon fürs iOS 4.0.1 gibt, runterlädt und aktiviert bzw. ja, dann benutzt. So, Cydia ist gestartet. Wir haben also eben unser iPhone erfolgreich gejailbreakt. Cydia gestartet, erstmal ein kleines Update könnt ihr hier machen unter Aktualisierungen. Dort werdet ihr dann ein Update wiederfinden, wenn ihr das Ganze kurz nachdem ihr es gejailbreakt habt. Was machen wir als erstes, wenn wir Cydia installiert haben? Wir installieren das berühmte SB-Settings. Da geht ihr unten auf Suche, unten rechts, und gebt hier oben ein SB-Settings. Und schon wenn ihr Set eingebt, seht ihr schon SB-Settings. Das Ganze sieht, ich muss mal auf Search drücken. Das Ganze, jetzt ist es natürlich ungeordnet, ihr geht unter S wie SB-Settings, dann werdet ihr ganz schnell irgendwo das hier finden. SB-Settings von Big Boss, das ist kostenlos, klickt ihr drauf, klickt auf Installieren. Es kann durchaus vorkommen, dass mal eine Quelle down ist, sprich ihr bekommt eine Fehlermeldung, klickt die weg, dann müsst ihr das Ganze einfach nochmal installieren, so lange bis das Ganze so durchläuft, wie ihr euch das wünscht, also quasi ohne Fehlermeldung. Jetzt das Ganze hier, ihr drückt auf Springboard neu laden, dann wird euer Springboard neu geladen. Drückt hier einmal auf OK, entriegeln und jetzt habt ihr SB-Settings. Wie aktiviert ihr SB-Settings? Ihr könnt SB-Settings aktivieren, indem ihr von der Uhrzeit oben zur Akkulaufzeit quasi rüber scrollt. Ich zeige euch das hier, ihr slidet darüber, zack,
und schon habt ihr SB-Settings. Was könnt ihr mit SB-Settings machen? Ihr seht es schon hier ganz, ganz gut. Ihr könnt mit diesem Tool diverse Funktionen des iPhones direkt ja, einstellen, ausstellen, einstellen, wie auch immer. Hier beispielsweise jetzt 3G, Bluetooth, die Helligkeit könnt ihr hier zum Beispiel einstellen, ganz schnell. Ihr könnt Edge und GPRS könnt ihr ausschalten, einschalten. Ihr könnt Prozesse killen, ihr könnt WLAN, in diesem Fall Wi-Fi genannt, ausschalten, einschalten. Wenn ihr hier auf More geht, dann öffnet euch ein Menü und hier ist das SB-Settings-Menü. Dort könnt ihr diverse Sachen einstellen. Wenn ihr oben auf Set Toggles geht, Toggle sind diese Buttons. Ja, also wenn ihr irgendwas von Toggle lest, dann ist das für SB-Settings, nämlich diese Buttons. Ich mache jetzt hier noch Location an, das ist der Ortungsdienst und ich mache noch Phone an. Und jetzt haben wir so gut wie alles an. Fast Notes mache ich eigentlich nie an, sehe keinen Sinn darin, aber es gibt sicherlich Leute, die darin durchaus einen Sinn sehen. Jetzt könnt ihr hier oben, wenn ihr SB-Settings, hallo, wenn ihr, achso, okay, Respring, wenn ihr SB-Settings startet, so, nochmal, dann seht ihr jetzt hier noch mehr Tools. Ihr könnt jetzt Location anschalten, sprich, wenn ihr jetzt gerade Navigon anmachen wollt, ja, müsst ihr nicht erst in die Optionen gehen, Location anschalten. Ihr könnt einfach hier auf Location drücken, schon ist das Ganze an. Wenn ihr abends im Bett liegt und wollt euer iPhone laden, es liegt neben euch, ihr wollt die Strahlung ausschalten, dann geht ihr einfach auf Phone und dann ist die komplette Strahlung deaktiviert. Das ist SB-Settings. Natürlich gibt es durchaus noch mehr Funktionen, die SB-Settings kann, beispielsweise zum Beispiel Hide-Icons. Ihr könnt auf eurem Homescreen verschiedene Sachen verstecken, noch diverse andere Sachen machen. Aber hauptsächlich, das ist quasi die Hauptfunktion von SB-Settings. Ein weiteres Tool in Cydia, was euch auf keinen Fall fehlen darf, vor allem mit dem neuen iOS 4.0.1, ist das sogenannte Remove. Wenn ihr Remove eingibt, werdet ihr schnell darauf stoßen. Remove Resends. Remove Resends from Task Switcher on 4.0. Jetzt fragt ihr euch, okay, was bedeutet das? Das ist ganz einfach. Das neue iPhone kann ja Multitasking, beziehungsweise möchte gerne Apple Multitasking. Sprich, sobald ihr eine App, die das Ganze unterstützt, schließt, wird sie eingefroren und ihr könnt sie wieder aufrufen und seid dort, wo ihr vorher geschlossen habt. Natürlich gibt es im Moment noch sehr, sehr viele Apps im App Store, die dieses iOS 4 Multitasking nicht unterstützen. Ja? Und wenn ihr jetzt beispielsweise eine App öffnet, wie zum Beispiel Fotos, ja, und das Ganze wieder schließt und dann Multitasking aufruft, ist Fotos hier unten drin. Ja? Wenn ihr beispielsweise jetzt eine App habt, die dieses Multitasking nicht unterstützt, wird trotzdem hier unten immer diese App angezeigt, obwohl man die eigentlich gar nicht im Multitasking benutzen kann. Und mit dieser App, die ich gerade installiert habe, mit der Remove Recents Cydia App, sage ich mal, werden diese Apps, die das iOS 4 Multitasking nicht unterstützen, erst gar nicht in diese Liste da unten genommen. Sprich, hier unten in dieser Liste seht ihr dann wirklich mit diesem Tool nur noch die Apps, die Multitasking wirklich unterstützen. Ihr habt quasi ein bisschen aufgeräumt, ihr habt nicht jede scheiß App hier unten, obwohl die eigentlich gar nicht Multitasking-fähig ist. Und das ist auf jeden Fall auch noch sehr wichtig. Ja, das heute erschienene Infini Folder will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ja, wie ihr wisst, bei Apple gehen maximal 12 Apps in einen Ordner rein und dieses Infini Folder ermöglicht eben mehr Apps in einem Ordner. Sprich, wenn ich jetzt beispielsweise noch diesen hier reinziehe und diesen habe ich in dem Apps Folder. Hoppala, wenn ich jetzt ausmache, kann ich runterscrollen. Eine sehr einfache App, aber sehr, sehr nützlich. Fraglich, warum Apple, das war für mich auch so ein bisschen Fail, nur 12 Icons erlaubt, beziehungsweise 12 Apps in einem Ordner. Auf jeden Fall mit diesem Infini Folder kann man für, ich glaube, $2 kostet das. Ja. Habe ich vorhin per PayPal schnell gezahlt. Ist es gar kein Problem, man kann einfach mehr Ordner in einen, mehr Apps in einen Ordner machen, so. Ja, das war's von mir. Das kleine Jailbreak-Tutorial zu dem neuen Jailbreak von Comex und ein paar kleine Cydia-Tools, die ihr auf jeden Fall alle installieren solltet. Natürlich ist Cydia weitaus umfangreicher. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch Videos an, schaut euch diverse Tutorials an, googelt ein bisschen Cydia-Tools unter iOS 4.0.1. Das große Risiko dabei ist eben, dass viele Tools in Cydia noch für das alte iOS 3.1.3 und die anderen älteren Versionen gemacht ist. Sprich, ihr müsst selbst testen bzw. auf andere Leute Meinungen beruhen und quasi die Apps dann installieren und ausprobieren. Es gibt viele Sachen, die man in Cydia machen kann. Das war ein kleines Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt es alle nachmachen daheim. Wie gesagt, egal mit was für einer Firmware, egal mit was, iPhone, iPod, spielt gar keine Rolle. Tut es, jailbreak das ganze Ding.
freut euch an SB-Settings und an den ganzen anderen Gratis-Sachen und dann wünsche ich euch weiterhin noch viel Spaß. Ich werde mich natürlich melden, was iPhone-Videos angeht und ihr hört von mir, sobald ich ein bisschen rumprobiert habe und da neue Sachen herausgefunden habe. Macht's gut, wir sehen uns. Haut rein.